Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, es findet mal wieder ein neues Event statt und zwar dieses Mal ist es das Fest der Wiedergeburt. Und ja, das ist hier in Ulda und das gucken wir uns jetzt mal an. So, ja, hier sehen wir ein schönes Bild und da fragen wir jetzt doch mal diesen Bentia, was das so auf sich hat. Gefühl auf Glas gebannt. Ah, schönen guten Abend, Herr. Euch ist wohl das Kunstwerk auf der Bühne ins Auge gefallen? Gestatten, ich bin die Bentia, Goldschmied und bescheidener Schöpfer jener Glasmalerei, die ihr hier gerade bewundert. Tatsächlich stelle ich es zum allerersten Mal zur Schau und nun dementsprechend bin ich überglücklich, dass ihr vor meinem Stück stehen geblieben seid. Dürfte ich euch wohl die ein oder andere Kleinigkeit über das Thema jenes Werks erzählen? Ich danke euch. Also, es begab sich kurz vor der siebten Katastrophe, als Dalamut als blutrotes Unheil über Ulda am Himmel hing. Da rotteten sich die Bürger der Stadt zu einer gewaltigen Meute zusammen, getrieben von Furcht und Unsicherheit. Die Sultana Nanamo Ulnamo stellte sich ihrer aufgebrachten Stadt nicht mit Schwertern und Schildern, sondern mit Worten. Nur sieben Wachen begleiteten sie, als sie sich hinab auf die unruhigen Straßen wagte. Helft den Gestrauchelten auf, statt sie zu berauben. Reicht ihnen die Hand, damit wir den heutigen Tag überleben, damit wir das Morgen erleben. Denn wofür sonst kämpfen die tapferen Soldaten der Legion in diesem Moment auf der Kartenoa Heide? Um euch und Ulda zu verteidigen, sind sie bereit, ihr Leben zu opfern. Sollen sie die Gallia aufhalten, nur um in eine Stadt zurückzukehren, die von Missgunst und Habgier zerstört wurde? Sprach die Sultana. Ihre Worte nahmen die Niedertracht ihren Nährboden. Wer weiß, was aus Ulda geworden wäre, wenn die Sultana an jedem schrecklichen Tag nicht ein Herz gefasst hat und ihre Untertanen die Erde inspiriert hätte. 5 Jahre ist es nun her und inzwischen scheinen ihre Worte abermals in Vergessenheit geraten. Besonders auf unserem schönen Markt ist das Konzept der gegenseitigen Unterstützung weit hinter die Falscherei und Halsabschneiderei zurückgetreten. Doch es ist die Zeit des Festes der Wiedergeburt, nicht wahr? Diesen Anlass wollte ich nutzen, um die Leute an Sultana Nanamos Worte zu erinnern, mit meinem bescheidenen Glaskunst. Und bitte verzeih mir die kleine Unhöflichkeit, aber seid ihr ein Abenteurer, nicht wahr? Dürfte ich euch um einen Gefallen bitten? Kennt ihr den fahrenden Sänger? Er wird mir später die Ehre erweisen, mein Werk zu begutachten und eine seiner Melodien vorzutragen. Ein derartiges Ereignis will natürlich ordentlich beworben werden. Da kämmt ihr ins Spiel. Würdet ihr mir damit zur Hand gehen? Ich danke euch. Ich habe diese Flugblätter hier eigens anfertigen lassen. Bitte nehmt die Hälfte. Es wäre eine große Hilfe, wenn ihr sie im Tal Kreuzgang aushändigen würdet. Ich übernehme den Saphirstraßenmarkt. Kehrt einfach zu mir zurück, wenn ihr keine mehr habt. Gut, dann machen wir mal ordentlich Werbung. So, einmal zum Tal Kreuzgang. So, da vorne haben wir auch schon einen Uldaner. Oh je, was kann ein Abenteurer wohl von mir wollen? Ich habe ja was für dich. Bitteschön. Um Kunst geht es also? Und der fahrende Sänger tritt anlässlich des Festes der Wiedergeburt auch auf? Interessant, durchaus interessant. Gut, das haben wir dann mal hier entlang. Ein stämmiger Lalafell. Aha. Was denn? Gibt's was auszugraben? Nicht ganz. Ach, wegen des Festes der Wiedergeburt bist du hier? Eine Glasmalerei, verstehe. Nein, kurzen Blick darauf kann ich mir wohl erlauben. Ich danke dir.
So, und noch eine weitere Person. Ah, da ist sie ja schon. Was kann ich für euch tun? Oh, ein Kunstwerk mit unserer lieben Sultana als Motiv. Aber selbstverständlich komme ich vorbei. Wer könnte sich das entgehen lassen? Gleich, wenn ich mit meinem Einkäufen fertig bin. Vielen Dank. Gut, und jetzt sollen wir zum Saphir-Straßenmarkt. Und der ist dort vorne. Dann nehmen wir mal kurz eine Abkürzung. Seid ihr etwa schon fertig? Danke, ihr wart wahrlich eine große Hilfe. Ich selbst wäre eigentlich auch so weit, aber dann bin ich in diese unschöne Szene hineingestolpert. Eigentlich wollte ich meinem Freund Astin nur ein Flugblatt geben, als ich ihn sah. Ich kann dich nicht bezahlen. Nicht bei diesen Wucherzinsen. Du hättest zahlen können, bevor die Zinsen angefallen sind. Eine Zinsrate, in die du eingewilligt hast, wenn ich dich daran erinnern darf. Wenn du die abgemachte Summe nun nicht zurückzahlen kannst, bleibt uns beiden nur noch die Pfändung. Astin, wenn die Rückzahlung aufgrund von zu hohen Zinsen in Verzug gerät, dann liegt das Problem doch auch beim Gläubiger. Natürlich müssen die geliehenen Geld zurückgezahlt werden, aber du musst es deinerseits auch möglich machen. Was bitte mache ich denn nicht möglich? Wir haben dieses Geschäft beide zugestimmt, an unserer Abmachung hat sich nichts geändert. Aber lassen wir das, zumindest bin ich jetzt im Bilde. Und wenn die nächste Rate fertig wird, weiß ich von vornherein, was mich erwartet und kann die dementsprechenden Schritte einleiten. Meine Güte, das hat man davon, wenn man ein ehrliches Darlehen erwartet. Ein ganz normaler Tag in Ulda. Manche Leute verlangen unangemessen hohe Zinsen für ein Darlehen. Andere rechnen von vornherein damit, besagtes Darlehen nicht zurückzahlen zu können, und letztlich ist niemand im Recht. Wisst ihr, genau deswegen wollte ich mit meinem Glaswerk an Nanamos Worte von damals erinnern. Allerdings bezweifle ich, dass einer der beiden gerade die Muße hat, den tieferen Sinn meiner Kunst zu deuten. Astin ist nicht nur irgendein Freund im Übrigen. Wir stehen uns sehr nahe. Eigentlich ist er ein grundgütiger und äußerst liebevoller Mann. Wir kennen uns seit unseren Kindertagen. Als Waisen auf der Straße von Ulda hatten wir nur uns beide. Er war für mich da, als ich noch nicht für mich selbst sorgen konnte. Und ihm habe ich letztlich auch meine heutige Zunft zu verdanken. Vielleicht ist es die Last unserer beschwerlichen Vergangenheit, aber je älter er wird, desto wichtiger ist ihm der Gil. Es tut mir in der Seele weh, ihn so hart und verbittert zu sehen. Deswegen habe ich mich auch letztlich der Glaskunst zugewandt, in der Hoffnung, ihn über meine Werke erreichen zu können. Wie ihr vorhin selbst gesehen habt, komme ich mit Worten nämlich nicht sonderlich weit. Ich möchte ihm zeigen, dass er sich nun auch auf mich verlassen kann, dass ich für ihn da bin. Entschuldigung, das hat mich doch etwas auf die Stimmung geschlagen. Bitte, kehren wir zum Rubinstraßenmarkt zurück und ich möchte euch noch angemessen für eure Hilfe danken. Gut, dann mal eben zurück zum Bild. So. Das Bild ist weg. Ihr seid mir nicht nur mit dem Flugblatt ins Hand gegangen, ihr wart mir auch ein sehr willkommener Zuhörer. Ich danke euch von ganzem Herzen, Freund. Doch eine Sache gäbe es noch, wenn ich euch noch ein weiteres Mal um eure Hilfe bitten dürfte. Ja, was gibt's denn? Scherben bringen Glück. Du bist also tatsächlich dazu bereit, mir ein weiteres Mal unter die Arme zu greifen? Vielen Dank, welch eine Erleichterung. Während wir in Ulda unterwegs waren, um unsere Flugblätter zu verteilen, ist mein gläsernes Kunstwerk zu Bruch gegangen. Es waren ein paar Kinder, die es sich aus der Nähe ansehen wollten und dabei wohl etwas ungestüm waren. Das ist aber doof.
Und wie bestrafen wir die kleine Wacke jetzt? Oder lässt es sich den reparieren? Ich würde mal sagen, gucken wir erstmal, ob wir separieren können. Bestrafen, naja. Es ist ein Kinder. Ach, es ist alles halb so schlimm. Die Kinder haben sich bereits tränenreich entschuldigt und es war nun wirklich kein böser Wille. Und das Glück scheint eine schützende Hand für mich zu halten, denn die Bruchstellen sind alle erstaunlich glatt. Mit den feinsten Klebstoffen der Alchemisten lässt sich das Glas so nahtlos zusammensetzen, dass mit bloßem Auge keine Schäden mehr zu erkennen sein werden. Doch ich muss auch den Rahmen reparieren. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Würdet ihr euch unterdessen bitte darum kümmern, die Scherben des Kunstwerks richtig anzuordnen? Ja. Nun denn, machen wir uns ans Werk. Gut, dann setzen wir das Ding hier zusammen. Dann nehme ich aber die Maus, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. So. Gucken wir doch mal. Es dürfte ja nicht allzu schwer sein. So, das dann hier hin. Na, der war doch hier irgendwo. Dann das hier hin. Und das einmal dahin. Dann das hier. So. So. So, dann das noch einmal da. So. So. Na. So. Und fertig. Ja. Gut. Wieder zusammengesetzt. Schön. Das sieht großartig aus. Genau wie uns, wie vor dem unglücklichen Bruch. Mein tiefsten Dank, Theo. Das Kleben könnt ihr nun getrost mir überlassen. Man sieht die Bruchstellen wirklich gar nicht mehr. Ach, was bin ich froh. Worte können meinen Dank gar nicht ausdrücken. Das hat mich an etwas erinnert, wisst ihr? An einem Vorfall vor einigen Jahren. Da habe ich aus Versehen ein wunderschönes Glasgemälde zerbrochen, das Astin eben erst erstanden hatte. Wie jung ich damals noch war und eigenes Geld verdiente ich auch noch nicht. Astin hatte damals gerade begonnen, ein Geschäft als Kunsthändler aufzubauen und ich wollte ihm beim Transport dieses Werks zur Hand gehen. Doch ich war unvorsichtig und fiel mit der Kiste in den Arm. Der Kauf jenes Glasgemäldes war ein unglaublich gutes Geschäft, da bin ich mir ziemlich sicher, aber Astin hat keine Gedanken an seine Gilde verschwendet. Stattdessen eilte er an meine Seite und fragte mich mit sorgvoller Miene, ob ich mich verletzt hätte. Ach, Astin, natürlich war ich zornig auf die Kinder, die nun mein Werk zerbrochen haben, aber ich konnte nicht anders als an mein jüngeres Ich zu denken und an Astins Sorge um mich. Aber ich schweife ab. Dürfte ich euch noch ein letztes Mal einspannen, werter Freund? Ich möchte Astin mein Werk zeigen und ihn daran erinnern, dass er stets der Erste war, der andere mit Wärme und Verständnis begegnet ist. Dass er immer noch dieser jemand ist. Eigentlich hatte ich diese Idee schon verworfen. Und sicher würde er auch sofort ablehnen, wenn ich ihn selbst bitten würde. Aber wenn ihr ihm stattdessen eine Einladung überbringt... Oh, vielen herzlichen Dank.
Dies ist eine überaus persönliche Angelegenheit und eure Hilfe ist keineswegs selbstverständlich. Ich weiß die also sehr zu schätzen. Astin sollte sich gerade im Treibsand aufhalten, um seinen Geschäften nachzugehen. Bitte übergebt ihm dieses Flugblatt. Ich danke euch, Tiro. Alles klar, dann gehen wir mal zu ihm. So, und der ist irgendwo hier drin. Und da steht er auch schon. Was? Oh, warst du nicht mit Ben unterwegs? Freut mich, dass er einen Freund hat, dem unter die Arme greift. Danke auch meinerseits. Also, nachdem du hier aufschlägst, willst du doch auch sicherlich irgendwas von mir? Ja, hier bitte schön, nimm dieses Flugblatt. Was ist... Ach, natürlich, seine Kunst. Selbstverständlich weiß ich von seinem Werk rund um die Ansprache der Sultana. Aber warum schickt Ben einen Abenteurer, um mir seinen Flugblatt zu überreichen? Verstehe, das steckt also dahinter. Und er möchte, dass ich mich mehr auf ihn verlasse, sagst du? Richtig, ich schenke seinen Einkünften bei unserer Finanzplanung wenig Beachtung. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Du hast seine Kunst gesehen. Ben ist unglaublich talentiert. Seine Werke sind atemberaubend und ich sage das nicht als Freund, sondern als ehemaligen Kunsthändler. Aber wenn man sich als Goldschmied und Künstler einen Namen machen möchte, muss man Kunst für die Kundschaft schaffen, hinter die eigenen Gefühle zurücktreten. Dabei sind es doch genau die, die seine Gemälde zu solch besonderen Stücken machen. Er soll sich nicht um die Guild sorgen, sondern frei heraus schaffen dürfen, die Regungen seines Herzens unbefangen auf das Glas bannen. Deswegen ist sein Einkommen für mich zweitrangig. Aber warum erkläre ich das einem fremden Abenteurer? Ach, eigentlich hatte ich nicht vor, seine ausgestellte Kunst zu besuchen. Ich wollte nicht, dass man erfährt, wie nahe wir uns stehen. Am Ende fangen meine Schulden an, ihn zu belästigen. Und das würde mir gar nicht gefallen. Aber er schickt sogar dich, um mich doch noch zum Kommen zu bewegen. Es liegt mir wirklich am Herzen, mich dabei zu haben, hm? Lass mich einen Moment oder zwei darüber nachdenken. Okay. Wir warten dann einfach mal. Vielleicht kommt er ja doch. So. Oh, da seid ihr wieder. Konntet ihr mit Astin sprechen? Ich verstehe. Nun, mir bleibt nichts anderes übrig, als daran zu glauben, dass er kommt. Und ihr habt so viel für mich getan, werter Freund. Euch sichere ich selbstverständlich den besten Platz vor der Bühne. Hoffentlich gefällt sie euch, die kleine Darbietung. Nun denn, unsere Reise beginnt in einer Stadt, Auge in Auge mit dem Schrecken der siebten Katastrophe, gebeutelt von Furcht und Ungewissheit. Eine Stadt voller unruhigen Herzen, die nur eine weise Regentin mit Besonnenheit und Zuversicht zu besänftigen wusste. Dies ist die Ballade der Sieben für das Sultanat. Ja, diese Ballade war wirklich wunderschön. Das Lied des fahrenden Sängers hat mich wahrlich zutiefst berührt und ich war scheinbar nicht der Einzige, dem es so ging. Rundherum ergriffene Gesichter. Hoffentlich tragen die Leute die weisen Worte der Sultana nun auch in ihren Alltag. Astin, wie schön, dass du gekommen bist. Ben, ich begreife nun endlich, was du mir sagen wolltest. Helft den Gestrauchelten auf, statt sie zu berauben. Reicht ihnen die Hand, damit wir den heutigen Tag überleben, damit wir das morgen erleben. Ich bin ein Paradebeispiel dafür, hm? Tatsächlich finde ich mich auf der raubenden Seite und irgendwann werde ich der Beraubte sein und es mir selbst zuzuschreiben haben. Es gibt einiges, worüber ich nachdenken muss. Astin, Ich bin froh, dass meine bescheidene Kunst ein kleiner Denkanstoß sein durfte. Und nun, wo ich ein eigenes Einkommen habe, wäre es doch kein Elend, wenn du es mit den Darlehen etwas entspannter angehen lassen würdest. Du musst mich nicht mehr auf Biegen und Brechen durchfüttern. Nun, wo du schon die Gilverleiher erwähntest, es gibt etwas, das ich mit dir besprechen möchte.
Ben, ich habe mich geirrt. Lange wollte ich dich davor schützen, deine mit Gefühl gemalte Kunst nur der Gil wegen gegen kalte Kommerzmalerei einzutauschen. Aber sieh dir an, wie berührt die Leute sind. Wie konnte ich je daran denken, dass du überhaupt irgendetwas ändern müsstest, um deine Bilder zu verkaufen? Der Gil-Verleih werde ich den Rücken kehren, versprochen. Denn stattdessen will ich mich auf den Kunsthandel konzentrieren. Du verstehst sicher, worauf ich hinaus will? Was denn? Du willst meine Glaskunst handeln? Ganz genau. Ein gemeinsames Geschäft für eine gemeinsame Zukunft. Was sagst du dazu, Ben? Du glaubst gar nicht, wie gerne ich dazu ja sage, Astin. Nun, dann will ich mich als erstes an die Vervielfältigung dieses Stücks hier machen. Nie hätte ich zu träumen gewagt, dass mir dieser Tag so viel Glück bescheren würde. Mir ist es tatsächlich gelungen, zu dir durchzudringen. Und wir werden zusammenarbeiten. Ich kann es gar nicht glauben. Theo, ich kann euch nicht genug danken. Ohne eure tatkräftige Unterstützung wäre mir dies alles niemals gelungen. Und wie die Sultana bereits sagte, auf jede Nacht folgt tatsächlich ein neuer Morgen. Das haben wir heute bewiesen. Aber bevor ich euch endgültig entlasse, bat mich der fahrende Sänger, euch zu ihm zu schicken. Er möchte mit euch sprechen, sagte er. Außerdem habe ich ihm noch eine Kleinigkeit vor euch anvertraut, als Dank für eure vielen Mühen. Ihr findet ihn am Rubinstraßenmarkt, sagte er mir. Gut, dann gehen wir doch da mal hin. So, der ist wieder hier. So wie immer. Wie schön, dass dich deine Schritte zu mir geführt haben. Wie ich hörte, ist das gläserne Kunstwerk auch durch deine Hand neu zusammengefügt worden. Dafür möchte auch ich mich persönlich bei dir bedanken. Jenes Kunstwerk, es berührt mich sehr, musst du wissen. Ich wäre untröstlich gewesen, wenn wir es für immer verloren hätten. Da möchte ich dir mit einer kleinen Weise danken. Herzlich willkommen, Krieger des Lichts. Wobei, Krieger der Dunkelheit trifft es wohl eher, hm? Ich hoffe, ich habe dir keinen Schrecken eingejagt. Dies ist nicht ganz die Welt, mit der du so vertraut bist. Ob das hier nun ein Traum, eine Illusion oder letztlich doch die Realität ist, das überlasse ich ganz deiner Fantasie. Ich freue mich riesig, dich wiedersehen zu dürfen, Abenteurer. Du hast viel für diese Welt getan und dafür will ich mich bei dir bedanken. Diese Welt ist bevölkert von Leuten, die alle so grundverschieden sind wie ihre Ideen und Perspektiven. Du, der zwischen den Welten wandelst, versteht das sicher noch viel besser als ich. Ich dachte lange, dass Geschichte schlicht bereits Geschehenes ist, Vergangenheit und nicht viel mehr. Aber wenn ich mich jetzt umsehe, dann habe ich doch das Gefühl, genau inmitten dieser Geschichte zu stehen. 7 Jahre sind nun seit der Geburt dieser Welt vergangen. Sicherlich ist die Erinnerung an Dalamud, der auf Eosea und seine Bewohner zurast, bereits reichlich verblasst. Eine Erinnerung, die zur Geschichte geworden ist. Aber so soll es ja auch sein, nicht wahr?
Anstatt das Andenken an die Tragödie selbst im Herzen zu tragen, erinnern wir uns lieber daran, wie wir uns darüber erhoben haben, was wir daraus gelernt haben und wie wir einen Weg vorangefunden haben. Aber diese Welt dreht sich weiter und vor dir liegt noch unzählige Abenteuer, die es zu bestreiten gilt. Ein steiniger Weg mit Sicherheit, aber auch gesäumt von Hoffnung. Doch dabei ist das Wichtigste, miteinander zu reden, einander zuzuhören und sich gegenseitig zu unterstützen und dabei immer eine Welt vor Augen zu haben, die ein wenig besser ist als die, in der wir gerade leben. Dazu können wir alle unseren Teil beitragen, egal wie klein und unbedeutend man sich manchmal fühlen mag. Ich danke dir, dass du auf dem Pfad des Abenteuers so tapfer voranschreitest. Auch ich verspreche dir, dass wir stets unser Bestes geben werden, genauso furchtlos und besonnen wie du, für unsere Welt Hand in Hand mit euch Abenteurern. Aber ich will dir gar nicht weiter aufhalten. Es gibt viele, die sich auf deinen Mut und deine Entschlossenheit verlassen. Versetzen wir sie nicht unnötig in Sorge, hm? Kehre nun zurück, Abenteurer. Und wisse, dass wir stets ein wachsames Auge auf dich haben, Kriege des Lichts und der Dunkelheit. Auf unser nächstes Wiedersehen. Mein kleines Lied scheint dich berührt zu haben, wie? Du musst in einem sanften Traum gewesen sein, wie das Lächeln auf deiner Zunge verraten hat. Lächeln auf deinen Zügen verraten hat, nicht Zunge. Eine freudige Begegnung, vielleicht? Wie passend. Ich hätte da nämlich noch ein paar bescheidene Verse, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Kein Trost, kein Heil beseelt jeden kaltes, hartes Licht, scheint auf eine Welt am Scheideweg, wund das eigene Herz. Doch unter blauem Himmel spricht der Schatten sein Gericht, tilgt Lüg, Verrat und Niedertracht, so bitter auch der Schmerz. Verloren wurde viel, gewonnen umso mehr, ist Leid der Preis der Freiheit in ewigem Gleichgewicht? Nun klirret Schwert, nun splittert Speer, auf das die Morgenröte durch Krieges Schwaden bricht. Diejenigen, die auf dem Schlachtfeld kämpfen, beschützen ihre Lieben zu Hause. Diejenigen, die zu Hause verweilen, erhalten es aufrecht für ihre Lieben auf dem Schlachtfeld. Man verlässt sich aufeinander. An jene zu denken, die in der Ferne ihr Leben riskieren, während man auch den Dagebliebenen mit Güte und Nächstenliebe begegnet. Wenn wir die Worte der Sultane im Herzen behalten, blicken wir einem besseren Morgen entgegen. So, Scherben bringen Glück ist nun beendet. Zur Feier des Jubiläums der Wiedergeburt Eoseas wurde das Minispiel Gemäldepuzzle freigeschaltet. Du kannst es in der Spielkiste der Gästezimmer in den Herbergen aller Stadtstaaten spielen. Yay. So, dann gucken wir doch mal, was wir Schönes bekommen haben. Wir haben einmal den Aufzieh-Artbert bekommen, ruft eine Artbert-Marionette herbei. Zwar kein adäquater Ersatz für das Original, aber immerhin ein bittersüßes Andenken. So, der ist hier. Die Marionette ist eine naturgetreue Darstellung von Artbert, Krieger des Lichts und der Dunkelheit, auf das das Opfer, das er für den ersten Splitter brachte, niemals wieder in Vergessenheit gerät.
Ja, das ist die Puppe. Ja, die macht jetzt nicht wirklich viel. Und dann haben wir noch ein Gemälde und das gucken wir uns gleich an. Vorher gehen wir noch kurz zu dem saisonalen Geschäft. So, da kann man diverse Feuerwerkskörper noch kaufen und das Jahrestagsgemälde. Wenn man nicht genug davon bekommt, kann man sich die ganze Wand davon tapezieren im Prinzip. Ja, gut, da braucht man dementsprechend eigentlich nichts. Dann gehen wir mal zu unserer kleinen Wohnung und gucken uns das Gemälde doch mal eben an. Auch hier ist alles festlich geschmückt mit Kristall. Ja. So, hinein in die Wohnung. So, ist ein bisschen eingerichtet ja schon. So, dann mal kurz gucken. So, das Bild, das klatschen wir am besten dahin. Moment, muss ich erst mal kurz das bisschen rüberschieben. So. So schön mittig. Ja, das ist dann dieses Bild, diese Glasmalerei, aber die haben wir ja eben schon gesehen. Somit haben wir die auch für unser Häuschen. Wohnung, was auch immer man gerade besitzt. Adbert fummelt mit seiner Axt hier rum. Gut, ja, dann war's es eigentlich schon mit dem Fest der Wiedergeburt und ja, dann sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge da, wo wir aufgehört haben und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao Leute! Wie viele Jahre habe ich gewartet? Den, der die Gnade des Lichts in sich trägt. Auf dich.